Diesen Monat muss sich ein deprimierter Mann seinen Gefühlen stellen, ein Pendler haut im Zug um sich und ein Mensch ist eigentlich 23 Menschen. Dazu gibt es Animationsserien im Extrapack. Das sind unsere Tipps für Amazon Prime Video im Oktober. What happened to my brother? Mit 2 Oscars wurde Manchester by the Sea gekürt. Einen für den besten Hauptdarsteller Casey Affleck und einen für das beste Originaldrehbuch. Und dieses ist auch, was den Film ausmacht. Eine großartige schauspielerische Leistung von Affleck in einer traurigen, ehrlichen und echten Geschichte über Familie, Verlust und Liebe. I asked you to do something that could profoundly affect an individual on this train. Liam Neeson spielt einen ganz normalen Typen, der vor keine Wahl gestellt wird und ein Actionheld werden muss, um sich und seine Mitmenschen zu retten. Braucht ihr noch mehr Stichpunkte? Na dann bitte. Case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Did something happen? Es ist nicht das Meisterstück, das ich mir erhofft hatte, aber seit The Sixth Sense hat Shyamalan generell nicht mehr so richtig was gerissen. Trotzdem ist Split ein schicker, spannender Film rund um einen Charakter mit 23 unterschiedlichen Persönlichkeiten, von denen nicht alle nur harmlos sind. Leider bekommen wir nur wenige dieser Persönlichkeiten tatsächlich vorgestellt, was sehr schade ist, die Performance von James McAvoy aber nicht schmälert. Und hier das Schnelldurchlauf Animationsserien Spezial. Sir? Who's through that? That's it. Sir, I challenge you to fisticuffs. I'm boned. Francine! Oh, I know why you're upset. Baby, none of this happens till you're dead. Oh, God, Jim, your niece's piano recital. Grab the cupcakes and let's go. Brian, what is this on my shoe? My poop. That's right, and it's disgusting. I am sick of you using the front yard as your bathroom. It's time you learn to use the toilet like everyone else. I'm gonna sneeze. Das waren unsere Tipps für Amazon Prime Video im Oktober. Was schaut ihr euch an, was lieber nicht? Schreibt uns auch eure Tipps in die Kommentare und schaut auch gerne die Netflix-Folge.